fragen mir nicht. Verstehe ich dich richtig, das ist ein Wiederholen, ohne nachzudenken. Das ist sozusagen automatisiert wird. Dass das dieses Wiederholen so eine Art Pseudodisziplin ist, dass der Geist erfindet für dich. Und genau deswegen sagst du, das wäre ein Programm. Und dieses Programm schiebt dieses Präsentsein auf die Seite. Oder meinst du vielleicht was anderes damit? Oder möchtest du auf etwas hinweisen, auf etwas anderes? Der Automatismus ist nicht die Disziplin. Automatismus ist nicht Disziplin. Es ist wichtig zu verstehen, was bedeutet denn das, Anstrengung, sich anzustrengen. Wenn wir sagen, wir zeigen unseren Willen. Wie fühlen wir diesen Willen? Also eine Überwindung. Wenn ihr euch durch die Luft bewegt, dann fühlt ihr fast keinen Widerstand der Luft. Deswegen ist auch nicht das Gefühl, ich würde irgendwas überwinden. Bewegt euch einfach. Aber wenn ihr gegen die Strömung, eine Strömung schwimmen würdet, dann entsteht das Gefühl, ihr würdet euch sehr anstrengen. Weil sich die Umgebung leistet Widerstand. Das gleiche ist im Inneren. Wir fühlen eine Anstrengung, wenn wir auch Widerstände treffen. Es gibt zwei Kräfte. Die Kraft der Bewegung und die Kraft des Widerstandes. Ein bestimmter Teil in uns bewegt sich und ein anderer Teil leistet Widerstand. Und dann entsteht das Empfinden von Willen. Ich muss Willen anwenden, anstrengen. Und das ist diese Anstrengung, die ich mache, kann ein Teil der Disziplin sein. Und wenn dieses Gefühl der Anstrengung in uns da ist, müsst ihr verstehen, dass es zwei Zonen gibt. Es ist die Zone der Bewegung und die Zone des Widerstandes. Дальше вы должны понять, что двигается и что сопротивляется. Wichtiger darum, zu verstehen, was bewegt sich und was leistet Widerstand. Потому что может двигаться две программы. Weil es können sich auch zwei Programme bewegen. И если двигаются в противоположных направлениях, возникает чувство усилия. Wenn sie sich in gegenseitige Richtungen bewegen, dann entsteht das Gefühl in der Anstrengung. Это автоматическое усилие. Das ist eine automatische Anstrengung, die da passiert. Или внутри вас может двигаться что-то живое. Oder in euch drinnen entsteht was sehr Lebendiges. Какая-то ваша энергия двигается внутрь, к Богу. Eine Energie in euch bewegt sich in Richtung Gott. И это не программа. Und das ist vielleicht kein Programm. По сути, ни один компьютер не заинтересован в реализации. Im Grunde genommen ist kein Computer daran interessiert, sich selbst zu verwirklichen. Wenn wir wirklich von einer aufrichtigen, echten Suche nach Gott sprechen, dann ist es kein Programm in uns drin. Aber gleichzeitig kann die Suche nach Gott ein Programm sein. Man kann vielleicht
Man programmiert jemanden, dass er Gott sucht. Но это будет ложное движение. Aber das ist eine falsche Bewegung in uns. Бога должно искать ваше сердце. Gott muss euer Herz suchen. И должно быть культурной обусловленностью. Das darf nicht kulturell determiniert sein. Вы ищете Бога, потому что его ищут все вокруг. Ihr sucht Gott, weil alle rundherum Gott suchen. Поэтому в каком-то смысле в Советском Союзе. Deswegen war es so in bestimmten Sinne in der Sowjetunion. Когда была борьба с религией. Als dieser Kampf gegen die Religion geführt wurde. Очень многие люди искали Бога. Haben nur ganz wenige Menschen Gott gesucht. Это не было культурной традицией. Es war keine kulturelle Tradition, diese Suche nach Gott. Не было культурной программы общества. Es war kein kulturelles Programm der Gesellschaft. Люди искали изнутри. Die Leute haben aus sich heraus gesucht. Сейчас, если ребенок рождается, wenn jetzt ein Kind zur Welt kommt, его сразу крестят. Dann tauft man es sofort. Это не его индивидуальный поиск. Das ist nicht die individuelle Suche des Kindes. Это культурная программа. Das ist ein kulturelles Programm. И она никуда не приведет. Das nirgendwo hinführt. Поэтому вы должны себя спрашивать, почему вы ищете? So, ihr müsst euch fragen, warum sucht ihr? Потому что вас так воспитали. Vielleicht hat man euch so erzogen. Потому что это модно. Vielleicht ist es auch modern. Или это что-то живое внутри вас. Oder ist es was sehr Lebendiges in euch drin? Тогда, если это живое, это некое движение. Wenn es wirklich was Lebendiges ist, dann ist es eine Art Bewegung. И вы можете встречать определенное сопротивление внутри. Und gleichzeitig kann da auch ein Widerstand drinnen sein. Тогда возникает чувство усилия. Dann entsteht das Gefühl der Anstrengung. Так мы встречаем сопротивление снаружи. So treffen wir auch auf Widerstände im Äußeren. Если вы действительно хотите найти истину, wenn ihr wirklich die Wahrheit finden wollt, и посвящаете этому время и усилия, wenn ihr dem Zeit und Anstrengung widmet, общество может сопротивляться этому. Kann sein, dass die Gesellschaft was dagegen hat. Иисус встречал сопротивление. Jesus ist auf große Widerstände getroffen. Будда встречал сопротивление. Buddha ist auf Widerstände getroffen. И внутреннее, и внешнее. Sowohl innerlich als auch äußerlich. И они преодолевали это сопротивление. Sie haben diese Widerstände überwunden. Потому что что-то живое внутри них следовало своему пути. Weil etwas Lebendiges innen drinnen diesen, seinem Weg gefolgt ist. И это тоже часть дисциплины. Auch das ist ein Teil der Disziplin. Способность преодолевать то, что мешает внутреннему движению. Die Fähigkeit, das zu überwinden, was dieser inneren Bewegung Widerstand leisten könnte. Но это не автоматизм. Das ist kein Automatismus. Понимаете? Verstehen Sie? Ум может создать автоматизм. Он хочет автоматизма. Der Geist, der Verstand, kann Automatismen schaffen. Er will sogar das schaffen. Поэтому вы должны различать между умом и сердцем. Deswegen müsst ihr lernen, das zu unterscheiden zwischen Geist und dem Herzen.